Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und... SK-Sturm. Ja, was soll man sagen? Unser SK-Sturm hat leider Gottes verloren. 0:2 am Schluss zu Hause gegen den LASK, also die Linzer. Ja, mit einem, muss man sagen, unterm Strich nicht unverdienten Auswärtssieg. Trotzdem war es aus unserer Sicht vielleicht doch ein bisschen unglücklich, wie das Ganze dann gelaufen ist. Man muss auch vorwegnehmen, es war generell keine berauschende Partie, gerade von den Offensivaktionen her, von beiden Seiten allerdings. Trotzdem war der LASK über die gesamte Spielzeit eigentlich oder über den größten Teil der Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft. Die erste Halbzeit, ja, kam eher langsam in Fahrt, also so richtige Highlights aus meiner Sicht in den ersten 20 Minuten kaum vorhanden. Die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit rar gesät, die erste Chance und eigentlich die einzige richtige Chance von Sturm nach einem Schuss von Schrammel aus größerer Distanz, mit Freistoß glaube ich, knapp am Tor vorbei der Linzer. Auf der anderen Seite dann eigentlich praktisch im Gegenzug hat Felix Klaus, heißt er glaube ich, der weißhäutige brasilianische Stürmer bei den Linzern, der in unserem 16er gut zum Ball kommt, sich umdreht und den Ball dann an die Latte setzt. Trotzdem geht es eben mit einem 0:0 in die Kabine. Im zweiten Durchgang passiert dann auch eigentlich relativ lange nichts. Danach eine Ecke für den LASK, der Kopfball nicht gefährlich für Siebenhandel, aber eben ein Abschluss der Linzer. Bei uns am Deck ist dann wieder durch Schrammel nach, glaube ich, einer knappen Stunde per Freistoß mit der nächsten Möglichkeit. Den kann aber auch Schlager im Tor der Linzer relativ souverän halten. Und es passiert eigentlich in der Phase relativ lange nichts. Das Spiel ist, würde ich mal auf Deutsch gesagt, ist relativ eingeschlafen in dieser Phase eben. Dann in Minute 70 herum, ganz gute Möglichkeit für Sturm durch Despotov, den Neuzugang aus Bulgarien. Der tankt sich ganz gut durch, aber die halblinke Seite bekommt den Ball im 16er, spielt sein Gegenspieler aus und dann wird der Ball nochmal abgefälscht, geht dann klar neben das Tor. Es gibt danach dann die Ecke. Und ja, Sturm eben in der Phase eigentlich, ja, wenn man von Druck kann man eigentlich nicht sprechen, aber wenn man davon ausgeht, Sturm hat ein bisschen Torgefahr erzeugt, dann in dieser Phase so in der 70. herum. Ich glaube auch, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, dass in dieser Phase das vermeintliche 1:0 für uns gefallen ist. Es wurde auf jeden Fall nicht gegeben, eine Ecke bei den Blackies und ja, der Ball sah auf jeden Fall so ein bisschen Peppi Schickelgruber-mäßig aus. Vielleicht im Tor, vielleicht jetzt nicht. Ich persönlich glaube, es war ein Treffer. Ich habe gar nicht mal im Kopf, wer die Ecke geschossen hat. Auf jeden Fall wäre das vermeintliche 1:0 gewesen. Gezählt hat es nicht, der Schiri hat es nicht gegeben. Und das war auf jeden Fall auch die Situation, wo das Spiel dann gekippt ist, in die falsche Richtung, aus unserer Sicht natürlich. Denn darauf folgend Eckball für den LASK, so knappe 2-3 Minuten später, glaube ich. Und auf einmal ist am langen Posten Felix Klaus am Ball und ja, schiebt dann auf einmal relativ allein vor Siebenhandel ein und trifft zum 1:0 für die Gäste aus Linz. Sturm von dem Treffer noch nicht mal erholt, kassiert dann auch schon den nächsten. Der LASK kombiniert sich in unseren 16er, dann mit dem ersten Abschluss. Siebenhandel wird leider nur kurz ab und dann steht eben Klaus, der brasilianische Stürmer vom LASK Gold, richtig und schiebt ein zum 2:0. Das war eigentlich nicht die Vorentscheidung, sondern im Grunde die Entscheidung, denn danach ging auch von Sturmseite aus in der Offensive nichts. Also am Ende eben das Resümee. Unsere Black ist über die gesamte Spielzeit betrachtet etwas zu passiv. Man hat die Null halten wollen. Das hat zum größten Teil gepasst, aber leider nicht über die gesamte Spielzeit. Und als man dann wirklich unachtsam geworden ist, hat der LASK halt wirklich eiskalt zugeschlagen. Und ja, von dem her ist das natürlich dann auch ein bisschen schade. Ich glaube, ein Punkt wäre drin gewesen, aber trotzdem für meinen Geschmack war man einfach ein bisschen zu ängstlich, gerade in der Offensive. Wenn man sich mehr getraut hätte, klar ist alles konjunktiv, aber dann denke ich, wäre es vielleicht etwas anders ausgegangen. Also vor dem hoffe ich da auf Besserung in den nächsten Partien. Und von dem her verabschiede ich mich gleich mal. Aber zunächst noch gibt es ein kleines Interview mit dem lieben Kollegen vom Kernölmediziner oder dem Kernölmediziner. Hallo. So, also Philipp. Und natürlich der nächste Kumpel, der versteht. Also, 2:0 verloren gegen den LASK. Ich habe meinen Senf dazugegeben. Was würdest du sagen zur heutigen Partie? Ich muss sagen, dass es sehr passiv das ganze Spiel war. Und nicht sehr kreativ war und wenig herausgespielt worden ist. Natürlich ist das, was du vorher erwähnt hast, das Peppi Schickelgruber bleibt mit dem Bannendings da gewesen. Von meiner Sicht, das Board ist 100% hinter dem Tor.
Im Großen und Ganzen, das sind dann zweimal hintereinander Tore gefallen. Und im ganzen Jahr war es ziemlich schlecht. Also insgesamt auch ein bisschen zu mutlos. Ne? So sehr mutlos, eher mehr ängstlich gespielt und ohne Selbstbewusstsein der letzten zwei Spiele, die gewonnen wurden. Ja, ich glaube, das könnte man so stehen lassen an der Stelle. So, also von dem her gibt es da gar nicht mehr so viel zur Partie zu sagen. Ich würde sagen, auf jeden Fall noch ein bisschen Props an den Kernelmediziner. Er hat natürlich auch einen Kanal auf YouTube, auch da auf jeden Fall einiges Sehenswertes. Also schaut einfach mal rein, die Videos klar gerne liken, teilen, eigentlich dasselbe wie bei uns. Und natürlich abonnieren und die Glocke aktivieren. Dasselbe geht natürlich hier auch bei The Lance TV. Genau. Also von dem her, Kopf hoch natürlich und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias. Danke Philipp, dass du die Zeit gehabt hast. Auf die Schwarzen! Blaue ist links! Sorry. Alles Gute, tschüss! Und Giri, du Arschloch! Und bis dann! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao.